Moin, hier ist Dolle. Die nächsten 8 Tage geht's auf den höchsten Berg Afrikas, den Kilimanjaro. Dazu habe ich mir ein 36-köpfiges Team zusammengestellt. Der Kilimanjaro ist 5895 Meter hoch und es ist ein erloschener Vulkan. Die Stimmung in der Crew ist bestens. Hakuna Matata. One team, one team, one dream, one team. Summit love. Nachdem unsere ganzen Sachen, die Zelte, Nahrungsmittel und viele andere Gegenstände verpackt worden sind, geht es endlich los auf eine 3-stündige Reise durch die afrikanische Savanne. Unterwegs sehen wir sogar ein paar Giraffen. Das Wetter auf 2300 Meter ist in etwa wie in Hamburg. Es fehlen nur die Fischbrötchen und die Franzbrötchen. Jeder Träger darf nur maximal 20 Kilo tragen und dies wird auch streng kontrolliert. Am Limbosho Gate müssen wir uns registrieren und die Eintrittsgebühr bezahlen. Neben einer normalen Eintrittsgebühr kann man hier auch die Erlaubnis erwerben, mit einem Fahrrad herunterzufahren. Der ganze Prozess ist sehr gut organisiert. Es gibt zwischendurch auch noch was zu essen. Ein kleiner Affe lebt hier sehr gut vom Tourismus. Endlich klart es auf und wir können losziehen. Zunächst geht es durch den tropischen Regenwald. Oh, sind wir bald da? Immer wieder werden wir von schwerbeladenen Portern überholt. Die Limosho-Route gilt als längste Route und eignet sich hervorragend zur Akklimatisation. Die Regenwaldzone liegt zwischen 1800 und 3000 Metern. In den Alpen wächst hier kein Baum mehr. Nach 3 Stunden erreichen wir das Big Tree Camp auf 2650 Meter, wo bereits unsere Zelte hergerichtet worden sind. In der ersten Nacht habe ich doch nicht so viel geschlafen. Morgens gegen 5 Uhr weckte mich der Regenwald mit Kreischen und Vogelgezwitscher, wie ich es noch nie zuvor gehört habe. Nach einem ausgiebigen Frühstück zogen wir wieder los und genossen diesen wunderbaren Regenwald. Warum dies ein Regenwald ist, sollten wir gleich noch zu spüren kriegen. Dies wird der Elefantenrücken genannt. Über diesen Grat müssen wir gehen.
Mit dem Erreichen des weitläufigen Shira-Plateaus hat es aufgehört zu regnen. Auch an diesem entlegenen Ort mussten wir uns mit Name, Geschlecht und Passnummer registrieren. Ja, heute Morgen ging es sehr vielversprechend los. Wir hatten einen klaren Himmel, ungefähr 12 Grad. Und es ging durch den tropischen Regenwald. Ja, und dann plötzlich kamen ein paar Tropfen und dann sagten die Guides, hey, zieht euch mal eure Regensachen an. Regenhose, Poncho, Regenjacke, das wird gleich richtig losgehen. Ja, dann, na gut, dann macht das dann auch. Und tatsächlich, es hat angefangen zu schütten und zu hageln und zu gewittern. Und wir hatten noch einiges an Höhe zu machen. Ja, jetzt sind wir im Camp angekommen, haben schon wieder ein bisschen was zu essen gehabt und es regnet. Am Abend des zweiten Tages tauchte er endlich aus den Wolken auf. Ein erhabener Anblick. Heute laufen wir vom Shira 1 Camp zum Shira 2 Camp. Das ist von 3600 auf 3900 Höhenmeter. Diese Nacht war es das erste Mal unter 0 Grad. Die Zeltwände waren gefroren. Das Shira Plateau ist eine Hochebene. Früher haben hier afrikanische Stämme gegeneinander gekämpft. Shira bedeutet so viel wie Krieg. Trotz der großen Höhe von über 3800 Höhenmetern merkt man den Teilnehmern noch keine Zeichen der Höhenkrankheit an. Wir beschließen, den Berg Shira zu erklimmen. Oben befindet sich die Shira Cathedral, die Bergspitze. Meistens ziehen die Wolken hier zum Nachmittag weit hinauf. Trotzdem bieten sich gelegentlich sehr gute Ausblicke auf den Regenwald. Tanja und Thorsten wie gewohnt trittsicher und schwindelfrei hier beim Abstieg. Auf die Rettung durch die Bergretter sollte man hier nicht vertrauen. Zum späten Nachmittag hin erreichen wir das Shira 2 Camp. Anfangs bietet sich noch ein Blick auf den Kilimanjaro und kurz danach verschwindet wieder alles unter einer dichten Wolken- und Nebeldecke. Geweckt worden um 6 Uhr und der typische Ablauf ist, dass man dann ein schönes Heißgetränk aus einem Glas bekommt, einem überdimensionierten Löffel und sich ein bisschen aufwärmen kann. Draußen sind jetzt knapp 3 Grad, es ist trocken und ich sagte mal Prost Kaffee. Keine Ahnung, was sie sich bei dem Löffel gedacht haben. Diese große Torte wurde extra von jemandem aus der Stadt geholt. Laut Geburtstagsritual muss das Geburtstagskind jedem Gast ein Stückchen Kuchen geben. Ein Stein markiert die 4000 Höhenmeter Grenze. Heute steht ein Anstieg auf den 4600 Meter hohen Lavatower bevor. Um es besser zu akklimatisieren, laufen wir sehr langsam. Man nennt es hier Pole-Pole. Es ist unglaublich. Wir sind hier auf 4600 Meter am Lava Tower. Hier wurde tatsächlich ein Zelt für uns aufgebaut mit was zu essen.
Wir erreichen das Barranco Camp auf knapp 4000 Meter Höhe. In der Nacht hat mich die Höhenkrankheit erwischt. Ich musste mehrfach raus zum Erbrechen. Am nächsten Morgen ging es mir wieder viel besser. Heute stand eine besondere Herausforderung auf dem Plan, die sogenannte Barranco Wall oder auch Breakfast Wall genannt. Hier geht es für alle Wanderer hoch nach dem Frühstück. Es gibt sehr viele enge Passagen und ein Überholen ist kaum möglich. An einer Schlüsselstelle kommt man dem Felsen ganz nah, deswegen wird dieser auch als Kissing Point bezeichnet. Einmal mehr, was für eine herausragende Leistung die Porter erbringen. Mit bis zu 20 Kilo stürmen sie den Berg hoch. Mit dem Ende von Tag 5 erreichen wir das Karanga Camp auf etwas über 4000 Meter Höhe. Heute sind wir früh geweckt worden, denn es geht auf das etwa 600 Meter höhere Barranco Camp. Das ist sozusagen das Base Camp, bevor es am nächsten Tag auf den Gipfel geht. Es ist windig, aber gar nicht so kalt wie in den Shiva Camps. Zur allseitigen Motivation wird nochmal gesungen und getanzt. Keine Ahnung, wo sie die Kraft haben. Die Wasservorräte werden nochmal aufgefüllt. Dazu müssen die Porter etwa 500 Höhenmeter nach unten zurücklegen. Nach wie vor Pole, sehr langsam. Dies sind keine Zeitlupenaufnahmen, dies ist die Realität. Inzwischen hat fast jeder im Team die Höhenkrankheit auf verschiedene Art und Weise. Durchfall, Kopfschmerzen, Erbrechen. Irgendwo im Nichts ist wieder ein Tisch mit Köstlichkeiten für uns aufgebaut, was wir sehr zu schätzen wissen. Auf 4670 Meter liegt das Barranco Camp. Dies ist die Ausgangsbasis für die Besteigung des Kilimanjaros morgen. 6 Tage Wanderung liegen hinter uns, durch den Regenwald, durch die Moorlandschaft und durch das alpine Gelände. Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Tage sind wir nun unterwegs. Morgen kommt nun der große Gipfeltag. In 7 Stunden geht es los. Wir sind im Basecamp, werden noch kurz was essen, werden dann schlafen bis Mitternacht und ziehen dann auf den Gipfel. Da wird es kalt sein. Ich habe mir ein paar Sachen zurechtgelegt, die ich morgen anziehen werde. Das sind einmal diese Schuhe hier.
mit zwei Paar Socken, zwei Mützen, einmal dünne und dicke Handschuhe, zweimal Buff und oben drüber muss ich mal sehen, was da alles so relevant sein wird. Mehrere Teile plus die Jacke, diese Hose mit Unterwäsche und ein frisches Paar Socken zur Feier des Tages. Nach einer zünftigen sechsstündigen Wanderung geht am Horizont die Sonne auf. Dies ist ein einmaliges Erlebnis. Wir sind somit unserem Ziel ganz nah. Mit der aufgehenden Sonne kommt auch die Wärme zurück, wobei es insgesamt nicht sonderlich kalt gewesen ist. Hier befinden wir uns nun am Rand des großen Vulkankraters. Die kleine Gang, bestehend aus Tanja und Thorsten und mir, hat es mal wieder geschafft. Zeit, sich richtig zu freuen. Nun geht es aber auch noch weiter. Und zwar muss der eigentliche Uhuru Peak bestiegen werden, der etwa 150 Meter höher liegt. Hier gab es nun die sensationelle Weltpremiere. Es trafen zwei Marks aufeinander. Ja, richtig gehört. Es waren zwei Marks gleichzeitig hier oben. Die Guides berichteten, dass dies ein einziges Gletschermeer gewesen ist. Am Uhuru Peak war es sehr voll, aber wir nahmen uns die Zeit, um mit einem Spezialgetränk anzustoßen. Man hat dort oben nur wenige Minuten Zeit und muss dann gleich wieder runter. Ja, da sind wir nun oben, auf dem höchsten Punkt von Afrika. Haben das geschafft, das kleine Abenteuer hier auf 5.895 Metern. Ja. Nun begann der Abstieg. Wir mussten 2.800 Meter zurück zum Mbave Camp. Wie gewohnt gab es zwischendurch eine Pause in unserem Verpflegungszelt. Der Abstieg war sehr beschwerlich. Er ging zurück bis in die Zone des Regenwaldes. Nach 8 Tagen und ein paar tausend Höhenmetern und Tiefen und allem drum und dran erreichen wir jetzt das Ziel. Okay, du bist ja, komm, 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 komm. Everybody say, yeah! Yeah! Come back! Yeah!
Warum nicht? Nein, danke. Gib ich Jaffa rein. Tiki-taka! Nasto! Juzeto! Nasto! Samiti Kro! Urupi! Urupi! Samiti Kro! Everybody say... So, ich bin zurück im Hotel. Es war ein Hammertag, eine Hammerabschiedsparty. 8 Tage auf der Luftmatratze. Hinterlassen natürlich auch hier irgendwie ihre Spuren. Ich werde gleich in der Dusche verschwinden und ja, ich weiß gar nicht, Fazit kann ich jetzt nicht.